So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Ranger. Im letzten Part haben wir Rayquaza gefangen und nun geht es in die Ranger-Netz-Mission. Da haben wir Spezialmissionen, die wir spielen können, nämlich Deoxys Vertrauen. Ein sehr seltenes Deoxys wurde entdeckt. Aus bisher ungeklärten Gründen ist es aggressiv. Fange und prüge es, bevor es Menschen oder andere Pokémon verletzt. Mission starten, ja sie. Hallo, ich habe auf dich gewartet. Es gibt eine Mission, die ich dir zuteilen möchte. Vor einigen Tagen wurde ein Deoxys im Fliederwald gesichtet. Aber stimmt etwas nicht mit diesem Pokémon? Aus ungeklärten Gründen verhält es sich aggressiv und kampflustig. Es gibt keine Garantie, dass es nicht andere Pokémon oder vielleicht sogar Menschen verletzt. Diese Mission wird gefährlich, aber ich möchte sie trotzdem zuteilen. Ich möchte, dass du das feindselige Deoxys fängst und beruhigst, ohne es zu verletzen. Flo wurde eine Mission zugeteilt. Na da. Ach ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich euch das erzählen soll, aber bis vor ein paar Tagen habe ich selber an dieser Mission gearbeitet. Mein Interesse an Deoxys und mein Wissen über diese Art suchen ihresgleichen. Daher war ich fest davon überzeugt, dass ich es problemlos einfangen könnte. Aber es lief nicht wirklich gut. Flo und Solana, ich möchte, dass ihr euch nun versucht. Spence hat es nicht geschafft, dieses Deoxys zu fangen. Schwer vorstellbar. Das bedeutet aber, dass es für uns noch schwieriger wird. Lasst das mögliche Ergebnis erst einmal außen vor und versucht es einfach. Das Deoxys wird seine Fähigkeit, sich zu wandeln, einsetzen, sobald ihr versucht, es zu fangen. Keine der sonst gültigen Fangregeln gelten in diesem Fall. Immerhin konnte ich eine Lehre aus meinem Versagen ziehen. Man kann sich mit einem Deoxys nicht auf emotionaler Ebene verbinden. Es ist eine enttäuschende Lehre, aber die einzige, die mir logisch erscheint. Wo will er hin? Was macht er nur? Und er so? Okay, lass erstmal fallen, ist alles in Ordnung. Ihr wisst ja, ich bin ein besonderer Fall. Wenn ich keine offizielle Mission habe, erteile ich mir manchmal selber eine. Die heutige Mission lautet, verbessere Spencers Laune. Macht euch keine Gedanken um die Probleme hier, ihr beiden. Ich kümmere mich um Spencer. Viel Glück, Leute. Na dann, let's go, würde ich sagen. Deoxys Vertrauen, Spezialmission. Na da. Bonjour, Monsieur Deoxys. Da ist es, das ist Deoxys. Es hat sich aus seiner Normalform in seine Angriffsform verwandelt. Das ist ein klares Zeichen seiner Aggressivität. Es ist in den Krokatunnel geflohen. Es wäre eine Katastrophe, wenn es im Herbst in den Amag laufen würde. Wir müssen es einholen. Okay, let's go. Das Magneton fangen wir natürlich. Für den Fall der Fälle, wir brauchen eine Heilung. Kann ein Magneton niemals schaden. Würde ich einfach mal so in den Raum stellen. Aber ich mag, dass das so ein paar Legendaries nochmal in den Fokus gerückt werden. Ist eigentlich ganz cool. Weiß zwar jetzt nicht, was ich mit dem Macholo soll, aber hey. Wir tun mal so, als ob das irgendwas bringen würde auf unserer Mission. Würde es nicht, weil... Was soll es bringen? Ich habe keine Ahnung. Ringstadt Herbstenau. Okay. Schauen wir mal, wo es lang ist. Da ist es ja schon. Ah, ich sehe das Deoxys. Er scheint nicht in seiner Angriffsform... Er scheint sich in seiner Angriffsform zu befinden. Selbst Spencer konnte es nicht fangen. Ich hoffe, du bist voll konzentriert. Na da, probieren wir es. Ein wildes Deoxys. Okay, ich sehe. Ja, wir machen ganz in Ruhe, ne? Wir haben ja gar keine Hektik und keinen Stress. Ja, Hauptsache ist Deoxys. Lässt uns weitestgehend in Ruhe und durchbricht nicht die Schallmauer. Oder Empfang kommen, besser gesagt. Ich will uns mal ein bisschen auffrischen, dass wir eventuell stunnen können. Aber mal schauen. Ja, eins hätte ich gerne noch voll und dann stunnen wir. Oder wir schaffen es ohne, wollte ich gerade sagen, aber nee. Schade. Hätte ja klappen können. Komm mal mehr in die Mitte, mein Liebes. Und jetzt dann mal sehen, wie gut das klappt.
Ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt stunnen können. Nö, kann man nicht. Toll. Absolut verschwendet also. Ich glaube, wir haben es jetzt, ne? Naja. Nee, doch nicht. Ah, doch, haben wir. Okay, alles richtig. Was ist nur los? Ich hatte das Gefühl, dass ihr auf einer emotionalen Ebene verbunden wart. Es hätte doch klappen müssen. Empfang kommen hat eine neue Nachricht. Von Spencer am Flohen Solana. Professor Hastings hat mir bezüglich Deoxys einen Ratschlag gegeben. Überraschenderweise kann das Deoxys in seiner Normalform gefangen werden. Allerdings hatte der Professor auch keine Ahnung, was zu tun sei, wenn es sich in irgendeiner anderen Form befindet. Meine Vermutung ist, dass sich das Deoxys in seine Normalform verwandelt, wenn es sich nicht bedroht fühlt. Die Voraussetzung hierfür ist allerdings eine Verbindung auf emotionaler Ebene zwischen Deoxys und Ranger. Verstehe das nicht. Ich hoffe, ihr könnt das Rätsel lösen. Ein Pokémon, das sich nicht auf emotionaler Ebene verbindet? Ich wusste nicht einmal, dass es so etwas gibt. Ich habe das Gefühl, dass dies eine Erkenntnis ist, die Spencer nicht wirklich gefällt. Na gut, aber wir haben es ganz gut gemacht. Korrekturen in Arbeit, versuche ich später. Achso, wir können hier gar nicht speichern. Okay. Auch gut zu wissen. Spannend, dass das gar nicht geht. Na gut, es ist das Deoxys. Du musst erreichen, dass es versteht, dass dein Fangversuch nicht böse gemeint ist. Vermittle deine Gefühle. Gefühle werden übertragen. Oder so ähnlich. So, was machst du erstmal? Zeig mir, was du machst. Okay. Ich weiß auch nicht, ob dieses Deoxys sich hier fangen lässt von, also ob sich dieses Deoxys hier beeindrucken lässt von Sachen. Okay, das hat geklappt. Wunderbar. Das war gar nicht mehr so schwierig, muss ich sagen. Ging schon noch. Oh nein! Es hat sich aus seiner Verteidigungsform in seine Initiativeform verwandelt. Allerdings scheint es nicht mehr so aggressiv zu sein wie zuvor. Glaubst du nicht auch, Flo? Werden wir sehen. Wir beobachten das Ganze. Ich nehme mir mal Magnetilo, das kann mich erstmal kurz grundlegend heilen. War gar nicht so verkehrt. An der Stelle mal gesagt. Ein paar KP können schon wieder aufgeheilt werden, sage ich mal. Ich brauche jetzt nicht Magnet und verschwenden dafür. Genau. So gefällt uns das. Hier möchte ich gar nicht ersprechen. Mal schauen, wo. Na, guck mal, hier ist noch Magneton. Das kann auch nicht schaden. Nehmen wir es mit. Für den Fall der Fälle, dass Deoxys doch noch gefährlich werden sollte. Man kann ja nie wissen. Aber wir sind vorbereitet. Wir sind gerüstet und vorbereitet. Und alles wird ganz toll und famos. Und jetzt suchen wir Deoxys weiter. Irgendwo wird es ja schon sein. Da ist es doch wieder. Da ist es. Hör mal, Flo. Wieso versuchst du nicht einfach während deines Fangversuchs mit Deoxys zu reden? Versuche ihm die Botschaft, Ranger sind keine Feinde, zu vermitteln. Okay, wir probieren das. Ich weiß zwar jetzt noch nicht wie, aber ich probiere es natürlich. Wenn du mal ein bisschen in den Bereich kommen würdest, wo ich dich irgendwie sehen und fangen könnte, wäre das Herz allerliebst. Wow, danke. Ach, verdammt. Wenn er einmal in dem Bereich ist, in dem man ihn fangen kann, dann ist er kein Problem, ne? Muss halt nur erstmal in den Bereich kommen. Hallo. Ja, das war in Ordnung. Das ist die Normalform. Hast du das gesehen? Es hat sich in seine Normalform verwandelt. Flo und deine Gefühle haben das Deoxys erreicht. Während des Flo hatte das Deoxys diesen Ausdruck, der ungefähr so viel sagt wie, fang mich doch. Oder habe ich mir das mal eingebildet? Ich weiß es wirklich nicht. Wir werden sehen. Ich heile erstmal. Just for the safety. Und da komme ich nicht drüber. Das heißt, wir müssen irgendwo unten lang. Okay.
Dann ist dem so. Verschwinden wir an der Stelle hier? Kommt das Deoxys hier vor oder? Ja, ja, da ist es doch. Ich habe mich nicht getäuscht. Es behält seine Normalform bei. Zeige trotzdem noch etwas Geduld. Flo, versuche das Deoxys zu verstehen. I try. Ich denke, das ist jetzt auch okay. Das ist noch nicht die ultimative Sache hier. Wahrscheinlich jetzt alle Formen nochmal durch. Ach, verdammte Axt. Okay, Innet-Form. Auch schon gut. Hallo, kommst du? Komm doch mal in die Mitte, mein liebes Deoxys. Ja, das war mir schon klar. Ist das die Normalform? Ja, es ist die Normalform. Damit haben wir es auch gefangen. Wunderbar. Das ging relativ easy. Deoxys kann sich in 4 verschiedene Formen verwandeln. Mehr weiß man nicht. Wow. Toll. Du hast es geschafft. Das war ein erfolgreicher Fangversuch. Du hast eine emotionale Bindung zu Deoxys hergestellt, Flo. Das wird unseren Anführer freuen. Deoxys, ich bin so froh, dass es die Situation nicht falsch verstanden hat. Ich glaube, es konnte fühlen, dass der Fangversuch kein bösartiger Angriff war. Was noch besser ist, es erscheint verstanden zu haben, dass wir Ranger keine Feinde sind. Es scheint, als würde das Deoxys uns danken. Deoxys, wir müssen uns bei dir bedanken. Vielen, vielen Dank. Wir sollten es freilassen. Alles Gute, Deoxys. Bye bye, Deoxys. Lass uns zurückkehren. Wir sollten Moritz dabei helfen, Spencer aufzuheitern. Hallo, willkommen zurück. Dieses breite Grinsen auf euren Gesichtern habt ihr vielleicht. Großartige Neuigkeiten, Spencer. Flo konnte sich auf emotionaler Ebene mit Deoxys verbinden. Als wir es am Ende freiließen, schien es uns regelrecht dankbar zu sein. Woher kommt denn der Stimmungsumschwung, Anführer? Jeder meiner Witze konnte nicht einmal ein müdes Lächeln hervorzaubern, aber sobald sie ihren Bericht abgeben, zaubert sich ein breites Lächeln auf das Gesicht unseres Anführers. Entschuldige, Moritz. Ich bin dir dankbar für die Versuche, meine Stimmung zu heben. Aber deine Pointen, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Meine waren auch nur im Ansatz witzig. Entschuldige. Ich bin dir wirklich dankbar für das, was du für uns tust, Moritz. Okay, kann ich das glauben? Vielen Dank euch allen. Flo, Solana und auch Moritz. Mission erfolgreich abgeschlossen. Mission completed. Ja, wundervoll. Solana und Flo, es scheint so. Meine Schlussfolgerung bezüglich Deoxys war falsch. Ihr habt das bewiesen. Ehrlich gesagt, macht mich das ziemlich glücklich. Ich war so von dem Gedanken besessen, das Deoxys zu fangen, dass ich alles andere aus den Augen verloren habe. Das bedeutet wiederum, dass meine Fangversuche für das Deoxys wie gewöhnliche Attacken gewirkt haben müssen. Kein Wunder, dass das Deoxys so feindlich reagiert hat. Der Ursprung dieses Problems ist nicht das Deoxys oder die Power Rock Bande oder irgendetwas anderes. Ich bin der einzige Verantwortliche für dieses Problem. Ihr alle und Deoxys, es tut mir so leid. Und vielen Dank, ihr habt die Situation wieder ins Reine gebracht. Hat er gerade in Deoxys geschrien? Es klang ganz so, als wäre es gerade über die Ranger-Basis geflogen. Deoxys, es muss wohl auf den Gefühlsausstoß unseres Anführers reagiert haben. Spezialmission geschafft, bis bald bei einer neuen Herausforderung. Und damit beende ich auch den Part. Dann hoffe ich, dass euch dieser Part gefallen hat. Wenn so ist, gebt gerne einen Däumchen nach oben, schreibt einen Kommentar und um die nächste Mission nicht zu verpassen, abonniert den Kanal. Und aktiviert die Glocke. Bis dahin sage ich Tschüssikowski, euer Flass TV. Und nun wirklich. Bye bye.